Automaten abgesichert wie Fort Knox. Da bei vielen immer die Frage ist, was das richtige Schloss ist für so einen Automat, möchte ich euch das auch mal kurz zeigen. Ich habe hier ein Rielder-Schloss mit einer individuellen Schließung. Das heißt also, die kann, ist nicht die Universalschließung, die kann also keiner haben, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Dann habe ich hier diesen besonderen Schlüssel, also der ist etwas stärker als die anderen, weil ich hier erhebliche Einbruchprobleme hatte in diesem in dieser Schule, und dadurch habe ich hier das Ganze auch wie Fort Knox zusätzlich abgesichert mit noch zusätzlichen Schlössern, und seitdem habe ich Ruhe. Wir gehen auch in die Klicksautomaten, und habt ihr da selber Interesse, fragt gerne mal bei den Automatenjungs nach. Link packe ich euch in die Videobeschreibung, denn die sind Vertreter von den Schlössern, und da könnt ihr euch